durch und dann kriegst du so graue Stimmung und wenn dann draußen noch so kalt und bitterkalt ist, ja und dann, wenn das so ist, dann denke ich meistens an meinen Opa und dann sage ich mir, Mensch, was war das früher schön. Immer wenn schon der Winterblues erklingt, rufe ich meinen toten Opa und gehe mit ihm ein Stückchen gemeinsam durch die oft triste Ruhrpottwelt. Opa sagt dann oft, früher war auch nicht alles besser, aber Mann, was war das früher schön. Wenn in diesen Tagen nicht nur Moncherie zurück auf den Bildschirm wiederkehrt, sondern auch die cholesterinsinkende Margarine und die Anti-Blähbauch-Milchgetränke in Dauerschleife gezeigt werden, bekomme ich schlechte Laune. Wie soll man denn so ein lecker Butterspekulatius oder eine Gans genießen können, wenn einem der Cholesterin-Messias und der Pupsbauch-General via Flimmerkäste unablässig mit dem frühzeitigen Tod droht? Also ich bin persönlich nach so einer ganz so pappsatt immer, da passt keine Margarine oder so eine Blähbauchplörre mehr rein. Und immer dann, wenn ich in dieser Stimmung bin, also wenn mich die Medien mal so wieder völlig aus der Lebensgenießerspur gebracht haben, dann kommt der Opa und sagt, friss nicht so wie ein Scheunendrescher, mein Junge. Wenn so ein fettes Flattervieh in deinem Balk die Pupsmaschine anwirft, dann ist das nun mal so. Und da brauchst du auch nicht nach den beschmierten Zwillingen von der Ratiofarm zu rufen. Glaubst du denn ehrlich, dass die beiden dürren Hippen jemals eine Gans vertilgt haben? Nee, ich sag nur eins. Ihr setzt einfach die Cornflakes durch eine Pulle Korn und schon ist die Hausapotheke gut bestückt. Opa erzählt mir auch gerne Geschichten von der Theke. Von seiner Theke, wo der Wirt sagte, auf einem Bein kann man nicht stehen. Und Opa sagt dann, Ja, Herr Wirt, zapf an. Meine Vorfahren waren 1000 Füßler. Ja, und dann meinte der Opa noch, Mann, was war das früher schön? Was haben wir für einen Spaß gehabt? Und das völlig alles Latte Macchiato frei. Da gab es noch Wirte und Wirtinnen, die auch ohne Happy Hour mal eine Runde ausgegeben haben. Und in der Küche stand, hör mal, das glaubt ihr nicht, da stand ein richtigen Koch. Und zwar immer. Ja, da wäre keiner auf die Idee gekommen, mal kurz beim Fernsehen eine Wurst in eine Pfanne zu schmeißen und dann zu behaupten, er sei Promi-TV-Koch. Ja, der Opa, der redet sich gerne in Rage und er zeigt mir auch gerne alte Fotos. Gestern hielt er mir ein Familienfoto unter die Nase und sagte, Sisse, Jung, alle gut frisiert, oder? Jo, ich musste zugeben, er hatte recht. Damals gab es ja noch Friseure und Männer und Frauen, die den Umgang mit der Schere noch selbst beherrschten. Heute gibt es ja viel zu viel. Die ganzen Drogeriemärkte sind in puncto Haare doch quasi ein Paradies für Selbstverstümmelungsexperimente. Und noch viel schlimmer, an immer mehr Theken und auf Partys taucht diese neue Gattung auf. Promi-Friseur. Wenn ich mir das nur vorstelle, weiße, wie heute einer zum Promi wird, nur weil er einmal den Fettkopf von den George Clooney schamponiert oder der Grinseklum den Spliss wegschnibbelt. Das geht nicht in meinen Kopf. Apropos Kopf, Jung. Was wir früher so in den Kopf geschüttet haben, war auch nicht immer das Beste. Aber wir hatten ja nichts anderes. Und was machen sie heute? Saufen freiwillig Pilz-Orangenschörlchen. Oder Wodka mit Diät Red Bull, mein lieber Reinhold. So was nenne ich flüssiger Kopfschmerz auf Bestellung.
Ja, in dieser grauen Jahreszeit, da redet man gerne über Tod und Teufel, Krankheiten und andere fiese Befindlichkeiten. An dem kommt man gar nicht dran vorbei. Und auf der Straße lungen die Spendensammler in Heeren herum. Der Briefkasten ist voller Bittbriefe und im Fernsehen zeigt Günther Jauch jede einzelne trockene Schuppe eines an Neurodermitis erkrankten Kindes. Dazu erklärt er auch noch ganz deutlich, dass er jeden treffen kann. Und zwar in jedem Alter. Und dann kommt ganz clever die Werbung, die anstatt Palmolive-Creme vorsichtshalber schon mal eine Pulle Feuchtigkeitslotion aus der Apotheke präsentiert, die nicht nur bei trockener Haut, sondern auch bei Neurodermitis Linderung verschaffen soll. Wie gesagt, nur in der Apotheke erhältlich. Boah, wenn ich sowas sehe, Mann, dann fängt es bei mir sofort an zu jucken. Ja, Jung, früher. Früher stand der Apotheker noch in der Apotheke und nicht im Fernsehen. Da gab es nur einen besoffenen Junke oder ein Bembelsche von Heinz Schenk. Jo, Opa, ich sag immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mein Vater sagte oft zu Opa und über den Opa auch, weißt du was, Reinhold, Opa ist ein Arschloch. Aber der kann nicht anders, der war im Krieg. Da dachte ich gestern auch, als der Opa einen TV-Apotheker derart beschimpfte, dass er mir die Sprache verschlug. Er nahm seinen Stock, kloppte diesen auf den Ausknopf der Fernbedienung und schrie, so, jetzt ist Widerstand angesagt. Hier wird nie wieder ein ganzes Volk verarscht, du weißgekittelten Heilmittel-Hitler. Oh, Opa, Opa, rief ich entsetzt. Aber Opa hatte einen Lauf. Er war außer Rand und Band und erklärte mir seine Theorie über die Kuhmilch-Nazis. Ich wiederhole, Kuhmilch-Nazis. Junge, meinte er, schau mal hier. 36 Halbwüchsige und keiner hat eine Allergie. Ja, früher, immer früher, dann durfte man noch Negerkuss sagen, ohne dass man als intolerant galt. Ja, und heute predigen sie überall Toleranz und das halbe Volk ist voller Kuhmilch-Nazis. Und wie ihr sagt, Menschen mit Laktoseintoleranz. Da siehst du doch, hier stimmt was nicht. Mann, was war das früher schön? Ich sagte, Opa, hör mal, Opa, was sollen wir denn machen? Doch Opa schüttelte nur den Kopf und murmelte: Junge, Junge, dreh mal die Uhr zurück. Sagte ich, Opa, haben wir eigentlich schon. Aber Opa schlug mir auf den Hinterkopf und bölkte: Ja, was habt ihr denn wirklich? Früher fuhren wir in unbequemen Autos über die Alfredstraße. Heute steht ihr da stundenlang in bequemen Autos im Stau rum. Was für ein Fortschritt, du Döskopf! Ja, und Opa erzählte mir dann auch noch, dass man früher die Kuh noch kannte. Man war quasi mit ihr, wie wir ja auch, auf Du und Du. Von Kindesbein an, da wurde die Toleranz noch in der Wiege gelegt. Ja, und heute? Heute denkt man doch, die Kuh sei lila und kackt Alpenmilchschokolade. Und früher, da haben wir uns noch mit unseren Nachbarn und Chefs unterhalten. Und was ist heute? Da brüllt ihr beim kleinsten Streit euren Gegenüber an und tönt drohend, dass die Kanzlei von eurem Rechtsanwalt so groß ist wie die Schalke-Arena. Pfui, ihr solltet euch was schämen. Für die Arena übrigens auch. Ja, ja, so saß ich mit dem Opa schon oft zusammen. Auch in diesem Winter, der nicht nur für die Schalker ganz schön dunkel erscheint. Opa, du alten Rot-Weißen, lach bloß nicht. Naja, ich bin auf jeden Fall gerne mit ihm zusammen. Und so ein Opa ist was richtig Feines. Auch wenn seine Witze einen langen Bart haben, wie zum Beispiel Opas neuester Witz. Guck mal, und dann zeigt er nach oben ein Flugzeug mit Anhänger. Oh ja, auch wenn seine Witze nicht so schön sind, aber die haben einen langen Bart. Und aber mir ist seine Anwesenheit jedoch lieber als einem gewissen Herrn Mario Barth, dessen Witze mir niemals so lange in Erinnerung bleiben werden. Ich sag nur, Mann, was war das früher schön mit Opa? Und deshalb ist auch gut,
dass ich ihn noch treffe. Er ist nämlich nur halb so rückt, wie er früher war. Und es ist schön, mit ihm auf Tralafiti zu gehen, als man alleine mit Frucht- und Fleckenzwergen in Media- oder Saturnmärkten herumlungern muss. Ja, ja. Und dass ihm einer oder noch so ein Apotheker über die Nebenwirkungen aufklärt. Nee, ich sitze da lieber mit den Opa zusammen und dann singen wir ein bisschen. Und das gilt auch für euch, wenn es mal wieder dunkel ist, dann singt man einfach ein bisschen zusammen mit dem Opa. Opa. Ja, Jung, da komme ich schon. Mein Opa. Opa. Ja, Jung, dann lass uns mal singen. Ja, Opa, singen wir. Ich weiß nicht, wo es lang geht, woran man glauben kann. Doch eins bleibt so wie früher und das hält auch morgen an. Ist es dunkel und grau, sauf mit Opa mal, bis es hell ist. Hell ist, saufen bis es hell ist. Fühlst du dich alleine, ist überall nur kalt. Ruf einfach nach dem Opa, denn der ist eine Lichtgestalt. Er war da und bleibt bei dir, bis es wieder hell ist.